Hey, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe euch ja gefragt, was ihr euch von mir für Videos wünscht, und ihr habt vor allem um eine Sache gebeten, nämlich wie lerne ich mit Gedankenpalästen Sprachen? Wie lerne ich Vokabeln? Wie lerne ich Grammatik? Und das ist tatsächlich für mich eine sehr interessante Frage, weil ich tatsächlich bisher Gedankenpaläste nicht zum Sprachenlernen verwende, und zwar aus diversen Gründen, die ich euch ein andermal genauer erläutere. Auf jeden Fall werde ich euch jetzt heute zuerst mal zeigen, wie ich selber in der Regel Sprachen lerne. Es gibt zwei Arten, wie ich es mache. Das kommt nämlich darauf an, ob ich es für mich selber mache, aus Spaß nebenher, ob ich Zeitdruck habe oder nicht und was genau ich für Ziele habe. Zunächst mal grundsätzlich dazu, welche Videos ich präsentieren will in nächster Zeit. Und zwar wird das wieder eine kleine Serie werden mit drei Teilen. Und zwar werde ich euch zuerst die beiden Wege vorstellen. Der erste Teil, das ist das, was ich jetzt mache, den gemütlichen Weg, wie wir auf den Gipfel kommen. Ja, wie kommen wir zu unserem eigentlichen Ziel? Der langsame, gemütliche Weg, der allerdings nach meiner Erfahrung sehr gute Ergebnisse produziert. Dann als zweiten Teil den zweiten Weg, den etwas anstrengenderen, aber dafür effektiveren und schnelleren Weg. Und als drittes ein kleines Experiment. Warum das? Naja, es hat mich ganz schön ins Denken gebracht, dass so viele von euch gerne mit Gedankenpalästen Sprachen lernen wollen. Und die Gründe, warum ich das bisher nicht gemacht habe, werde ich euch noch erläutern. Allerdings hat mich das ins Denken gebracht und ich habe mir überlegt, wo könnte man denn Gedankenpaläste trotzdem sinnvoll zum Sprachenlernen verwenden? Und da habe ich ein paar Ideen und die möchte ich gerne mit euch ausprobieren. Ich habe durchaus Möglichkeiten gefunden, das sinnvoll anzuwenden. Allerdings werde ich erstmal mit den tatsächlich pragmatischen Versionen anfangen, mit den Methoden, die ich tatsächlich verwende und die bei mir auch schon ganz ordentliche Erfolge gezeigt haben. Also, so viel zu allgemein den Videos, die ich vorbereite. Wenn ihr Sprachen lernen wollt, gibt es ja in der Regel vier Ziele. Das ist überhaupt das Erste, das man sich klar machen muss. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, wie viele Sprachen kannst du? Dann müsste ich erstmal fragen, was genau meinst du mit können? Also ich kann zum Beispiel Latein, aber ich kann Latein nicht sprechen. Ich kann Latein auch nicht schreiben. Und wenn jemand mit mir Latein sprechen würde, würde ich es wahrscheinlich nicht verstehen. Was ich kann, ist Latein lesen. Wenn ihr mich jetzt nach Englisch fragen würdet, dann könnte ich durchaus mit Recht behaupten, dass ich das sowohl ganz gut lesen als auch verstehen kann, dass ich es ganz passabel sprechen kann in den Situationen, die ich brauche, und dass ich es auch schreiben kann, wenn nötig. Ich habe jetzt noch keine Bücher geschrieben auf Englisch oder Aufsätze, aber ich kann durchaus kommunizieren in Wort und Schrift. Das heißt, was du dir klar machen musst, ist, wenn du eine Sprache lernen möchtest, was willst du überhaupt erreichen? Bei den alten Sprachen, zum Beispiel Latein, Altgriechisch, biblisches Hebräisch, was auch immer, Sanskrit, ist in der Regel das Ziel nur das Erste. Weil was bringt es mir, Latein sprechen zu können? Ich habe ja niemanden, mit dem ich sprechen kann. Aber es ist sehr lohnenswert, es lesen zu können. Bei einer lebenden Sprache wollen wir meistens vor allem die ersten beiden Sachen erreichen. Also ich möchte gerne lesen und verstehen können und ich möchte hören und verstehen können und meistens dann auch sprechen. Und wenn ich ein bisschen fortgeschrittener bin, will ich vielleicht auch schreiben. Je nachdem, was ist dein Ziel? Wo willst du damit hin? Was hierbei wichtig ist, im Hinterkopf zu behalten, ist, dass die ersten beiden Ziele die anderen beiden unterstützen. Das heißt, wenn ich sehr viel gelesen habe, fällt mir das Schreiben leichter. Wenn ich sehr viel gehört habe, fällt mir das Sprechen leichter. Es kann also nicht das Ziel sein, zu sprechen, ohne vorher zu verstehen, das ist klar. Das heißt, wir haben hier eine Abstufung. Also die Reihenfolge, die ich persönlich immer wähle, ist tatsächlich die, die ich dort auch aufgestellt habe. Ich versuche immer als erstes das Lesen zu lernen, dann das Hörverstehen, dann das Sprechen und in den seltenen Fällen, wo das für mich überhaupt sinnvoll ist, auch das Schreiben. In welcher Reihenfolge du die ersten beiden Ziele dir steckst, ist eigentlich egal. Ich persönlich fange immer gern mit dem Lesen an, aber es geht auch umgekehrt. Der Grund, warum ich meistens mit dem Leseverstehen anfange, ist, weil wenn ich zum Beispiel mit DVDs das Hörverstehen übe,
dann ist es hilfreich, wenn ich Untertitel dazu nehmen kann und das ist dann natürlich umso besser, je mehr ich von der Sprache schon beim Lesen verstehe. Es gibt einen ganz simplen Grund, warum ich mit dem bequemen Weg anfange. Und zwar ist es der: Ich empfehle dir extrem, such dir eine Sprache, die du gerne können möchtest. Italienisch, Spanisch, Französisch, Englisch, falls du es noch nicht kannst. Von mir aus auch Elbisch oder Klingonisch, völlig egal. Eine Sprache, die du gerne lernen möchtest, ohne dass dich jemand dazu zwingt. Ohne dass irgendjemand dir im Nacken sitzt und dir erklärt, was du in welcher Reihenfolge lernen musst. Der Grund dafür ist der: Die meisten von euch haben wahrscheinlich kein wirkliches Problem mit der Sprachenlernmethodik, sondern ein Problem mit eurem Verhältnis zum Sprachenlernen. Wahrscheinlich macht es euch nicht wirklich viel Spaß. In den meisten Fällen, also viele Leute, die um Sprachenlernmethoden bitten, haben in der Regel keine besondere Freude am Sprachenlernen. Aus welchen Gründen auch immer. Ich könnte mich jetzt darüber auslassen, da halte ich mich aber zurück, inwiefern die Schule da eine Rolle spielt. Ich empfehle euch, eine Sprache zu lernen, die euch interessiert und es einfach mal zu machen, aus dem einfachen Grund, ihr könnt nicht versagen. Es kann niemand euch erklären, ihr macht das falsch oder ihr könnt keine schlechten Noten kriegen, keine schlechten Tests zurück. Der Grund ist der, es verändert deine Identität. Wenn du anfängst, eine Sprache zu lernen, einfach weil du Bock hast, dann bist du ein Sprachenlerner. Punkt. Dann bist du das und da kann überhaupt niemand dir reinreden. Du bist jemand, der gerne Sprachen lernt und der das freiwillig macht und dann kann es anfangen, Spaß zu machen. Jede Tätigkeit, die du hast, nimm dir diese Tätigkeit zu einer Zeit vor, wenn niemand dich dazu zwingt. Wenn du es hast, Aufsätze zu schreiben, setz dich an einem Samstagnachmittag hin, wenn du Zeit hast, und schreib irgendeinen Aufsatz, den niemand jemals anguckt. Einfach nur machen, weil du es machst. Ich sag dir, das verändert völlig, wie du die Sache wahrnimmst. Das war bei mir das Vorgehen mit den alten Sprachen, Latein und Griechisch. Die habe ich in der Schule gelernt und das habe ich tatsächlich sogar relativ gerne gemacht. Aber es war immer Arbeit. Wenn ich mich hingesetzt habe und hatte dann irgendwas auf Latein oder Griechisch vor mir, war das Arbeit. Und Arbeit war anstrengend und zur Arbeit muss ich mich aufraffen. Und das, finde ich, ist eine ziemlich schlechte Grundhaltung beim Sprachenlernen. Also habe ich irgendwann mal angefangen, in meiner Freizeit jeden Abend einfach mal 5 Minuten Latein zu machen, 5 Minuten Griechisch zu machen. Einfach nur ein bisschen rumgelesen, irgendwas gemacht, was mit der Sprache zu tun hat, ohne dass irgendjemand das kontrolliert hätte, ohne dass irgendjemand mich dazu aufgefordert hätte. Einfach nur, weil ich das gemacht habe. Und das Ergebnis ist heute, heute ist es für mich eine Freizeitbeschäftigung. Heute kann ich mir ein Buch nehmen auf Latein, zum Beispiel das hier, Harry Potter und der Stein der Weisen, eines der wenigen modernen Bücher, die es auch auf Latein gibt, und es einfach lesen, weil ich Bock habe. Und dieses Gefühl allein, das ist es wert, glaub's mir. Schnapp dir irgendeine Sprache. Ist völlig egal, ob du dann 70 Jahre brauchst, um die zu lernen. Einfach nur, dass du überhaupt anfängst, von alleine aktiv zu werden. Das ist das Wichtigste. So. Du kannst es aber natürlich auch benutzen, um eine Sprache zu lernen, die du lernen musst, wenn du zum Beispiel in der Schule Englisch lernst. Wenn du allerdings da unter einem gewissen Zeitdruck stehst, würde ich dir eher den zweiten Weg empfehlen. Aber zunächst mal dazu, wie du bequem eine Sprache lernen kannst, so dass es Spaß macht vor allem. Und das Wichtigste dabei ist die Frage, welches Material du dir aussuchst. Also womit lernst du überhaupt die Sprache? Und hier gibt es drei Kriterien in absteigender Wichtigkeit. Das Wichtigste ist das Erste. Es muss dich interessieren. Ganz simpel. Als ich Niederländisch gelernt habe, damit habe ich angefangen in der 11. Klasse und das immer so ein bisschen schleifen lassen, aber das war schon mal gut. Jedenfalls, als ich beschlossen habe, dass ich das jetzt ein bisschen ernster nehmen will, habe ich mir diese Buchreihe hier besorgt. Game of Thrones aus den Niederlanden. Und weil ich mit meinem Bruder gemeinsam die Serie geschaut hatte und sehr gespannt war, wie es weiterging, habe ich einfach mit dem Buch angefangen, das in etwa an die Serie anschloss. Und weil ich wirklich gerne wissen wollte, wie es weiterging, habe ich es einfach gelesen. Also, das Treibende ist das Interesse am Stoff. Such dir ein Buch, such dir Filme, Serien, irgendetwas, das dich wirklich interessiert, das du wirklich gerne inhaltlich kennenlernen möchtest. Und die Sprache ist einfach nur ein Mittel. Das zweite ist die Vertrautheit. Vertrautheit, was heißt das? Naja,
wenn es dich interessiert, wäre es natürlich noch besser, wenn du schon ein bisschen was dazu kennst oder weißt. Die Strategie benutze ich vor allem mit der Name des Windes. Also das ist übrigens nicht gesponsert, das sind tatsächlich Bücher, die ich gerne mag. Ich wähle gerne internationale Bestseller, die in viele Sprachen übersetzt wurden, weil wenn du da erstmal ein Buch gefunden hast, das dir wirklich gefällt und dass es sich auch lohnt, mehrmals zu lesen, ja, Vertrautheit, dann hast du wirklich einen Goldfund gemacht. Ich habe jetzt Der Name des Windes benutzt, um mein Niederländisch zu vertiefen. Hier, das ist der zweite Band auf Niederländisch. Ich habe angefangen, ein bisschen ins Neugriechische reinzuschnuppern, bin aber noch nicht sehr weit gekommen. Und was ich im Moment am meisten mache, ist, mein Italienisch aufzupolieren. Ich kann fast noch nichts, aber ich nehme einfach das Buch und arbeite damit. Also, Vertrautheit. Wie genau? Kommt gleich. Vertrautheit, ein bisschen Ahnung zu haben, ist hilfreich. Das dritte Kriterium ist Verfügbarkeit. Das betrifft auch nochmal Der Name des Windes. Im Idealfall hast du das Material sowohl auf Deutsch als auch in der Sprache, in der du es lernen möchtest. Der Grund dafür wird gleich klar, wenn ich dir die genaue Vorgehensweise erkläre. Der Punkt ist der, am wichtigsten ist Nummer eins. Wenn du etwas hast, das dich interessiert, dann hast du schon gewonnen. Wenn du es wirklich wissen willst, ist es nicht schlimm, ob du schon irgendein Vorwissen hast. Es ist auch nicht schlimm, ob du eine deutsche Übersetzung hast, die du irgendwie parallel verwenden kannst. Vor allem das ist wichtig. Such dir Material, das dich interessiert. Okay, wie gehe ich jetzt vor? Ich möchte also Italienisch lernen. Ich suche mir also Material, das mich interessiert, mit dem ich vertraut bin und das verfügbar ist. Also nehme ich mal als Beispiel das, was ich aktuell mache. Ich habe ein Buch, das ich auf Deutsch gut kenne, weil es mir sehr gefallen hat und das auch mit vielen, vielen kleinen Details und Easter Eggs für Leute versehen ist, die gerne lesen, die es auch gerne mehrmals lesen. Und dieses Buch habe ich auf Deutsch schon gelesen. Ich habe Interesse, es nochmal zu lesen. Es ist mir vertraut, weil ich es schon gut kenne. Und es ist verfügbar, weil es in vielen Sprachen gibt. So. Jetzt habe ich mir in Rom, als ich da im Urlaub war, die italienische Variante davon besorgt, Il Nome del Vento von Patrick Rothfuss. Und naja, wie gehe ich jetzt vor? Erster Versuch, einfach lesen. Ich schlage es also auf und fange an zu lesen. Also, alles, was ich jetzt gleich an Varianten bringe, ist im Grunde genommen dieselbe Sache. Der Idealfall ist der hier. Du fängst an zu lesen und du kriegst eine Ahnung davon, worum es geht. Das reicht eigentlich schon. Wenn du auch mal zwei, drei Seiten überhaupt nichts verstehst, ist völlig egal. Wenn du liest und liest und hast das Gefühl, ja, hier passiert gerade irgendwas in einem Wald oder ich glaube, das sind ein paar Leute in einem Wirtshaus, die sich unterhalten, das reicht erstmal schon. Der Trick ist der Wiederholung. Warum mache ich das so? Und der erste Punkt ist der. Du kannst überhaupt nicht versagen. Du kannst nicht versagen. Es geht, du kannst gar nicht failen, du kannst gar nicht. Du kannst keine Fehler machen. Der einzige Fehler, den du machen kannst, ist aufzuhören. Das heißt, egal wie viel du verstehst, egal ob du auch nur ein Wort alle drei Seiten verstehst, es ist vollkommen wurscht. Einfach weiterlesen. Das ist das Erste. Weitermachen. Immer weitermachen. Warum? Naja, du willst eigentlich dein Unterbewusstsein füttern. Die Idee ist ja die. Ich will ja jetzt nicht, mein Ziel ist es ja nicht, in 2 Jahren hier durchzugehen. Und bei jedem einzelnen Wort, era di nuovo notte, was heißt era? Es war, es scheint irgendwie die Präposition zu sein, nuovo ist vielleicht neue, notte ist die Nacht, also vielleicht war es am frühen Abend, irgendwas in der Art. Ich will ja nicht dahin kommen, dass ich bei jedem einzelnen Wort stehen bleibe und mir überlege, was es heißt. Wohin will ich wirklich kommen? Ich will es lesen, um es zu verstehen. Das heißt, genau das muss ich auch üben. Einfach lesen. Die größte Hürde dabei ist tatsächlich zu ignorieren, dass du nichts verstehst. Wir sind es gewohnt, dass wir dafür bestraft werden, etwas nicht zu wissen. Das ist Bullshit. Ich habe viele, viele verschiedene Varianten vom Sprachenlernen ausprobiert und ich kann dir sagen, manche sind mehr effektiv, manche sind weniger effektiv, aber eine Sache gilt immer. Einfach weitermachen, ganz egal, wie viel du verstehst. Es geht vor allem darum, dass du möglichst viel mit der Sprache machst, möglichst schnell dahin kommst, dass du sie einfach so benutzen kannst,
ohne darüber nachzudenken. Das heißt im Übrigen auch, ich schlage so gut wie nie Vokabeln nach. Wie sorge ich jetzt dafür, dass ich überhaupt was verstehe? Also Italienisch fiel mir am Anfang recht schwer, also habe ich recht bald gemerkt, na gut, ist einfach zu lesen, ist mir ein bisschen zu langsam. Theoretisch könnte ich einfach weiterlesen, weiterlesen, weiterlesen. Und am Ende des Buches verstehst du fast alles. Also konkretes Beispiel. Ich glaube, es war... Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, es war dieser Band, mit dem ich Niederländisch dann angefangen habe, im großen Stil zu lesen. Und ich habe angefangen, das Buch zu lesen, weil es mich interessiert hat, wie gesagt. Und die ersten Seiten habe ich eigentlich nichts verstanden. Ich konnte dir vielleicht sagen, auf, ja, die befinden sich jetzt irgendwie an der Küste oder ich glaube, hier geht es um Drachen und mehr war da nicht. Als ich das Buch zu Ende gelesen hatte, auf den letzten paar Seiten, konnte ich plötzlich schon jeden dritten Satz verstehen. Ich habe zwischendurch keine Vokabeln nachgeschlagen, ich habe keine Grammatik gepaukt. Die Idee ist die, du fütterst dein Unterbewusstsein ununterbrochen mit Material, während du versuchst es zu verstehen. Ob du es tatsächlich schaffst, ist egal. Alle wichtigen Worte tauchen mehrmals auf. Das bedeutet, je wichtiger ein Wort, desto häufiger findest du es. Das heißt, anstatt einzelne Vokabeln zu pauken, reicherst du ein Netz von Beziehungen an, im Grunde genommen bedeutet das. So, wenn dir das Lesen allein jetzt zu langsam geht, und das kann ich verstehen, das ist nämlich dann doch relativ anstrengend, gibt es eine sehr simple Variante, wie du dir das erleichtern kannst. Also wenn du nicht einfach nur lesen willst, weil dir das zu anstrengend ist, kann ich gut verstehen. Dann gibt es eine zweite Möglichkeit. Ich nehme den deutschen Text und ich lese einen Abschnitt, sagen wir mal eine halbe Seite. Dann nehme ich den fremdsprachigen und lese den gleichen Abschnitt, auch etwa eine halbe Seite. Da wirst du schon merken, dass du viel mehr verstehst, als wenn du einfach nur den fremdsprachigen Teil liest. Und das ist im Grunde genommen schon alles. Immer abwechselnd, Abschnitt für Abschnitt lesen, lass dich nicht ausbremsen und sobald du das Gefühl hast, dass du auch ohne das Deutsche was verstehst, lass es weg. Geh so schnell wie möglich dahin, die Sprache komplett für sich zu nehmen. Der Grund ist der, wenn du tatsächlich gut in einer Sprache werden möchtest, musst du in der Lage sein, damit umzugehen, ohne deine Muttersprache im Kopf zu haben. Das ist übrigens das Los von Vokabellernern. Ich war eigentlich ein ziemlich guter Vokabellerner in der Schule. Das bedeutete, dass ich zum Beispiel in Englisch hervorragend Vokabeltests schreiben konnte, aber wenn ich was sagen wollte, brachte ich kein Wort raus. Warum? Ich musste bei jedem einzelnen Wort deutsch denken und mir überlegen, wie ich das jetzt ins Englische übersetze. Und da wollen wir nicht hin. Wir wollen dahin, dass du in der Sprache denken kannst. Und das übst du möglichst früh. Ein Buch lesen heißt eigentlich, mit dem Gehirn des Autors zu denken. Das heißt, wir üben das Denken der Sprache, indem wir sie einfach nur lesen. Eine Methode, die mir noch besser gefällt als das Parallellesen, deutsch-fremdsprachig, ist, parallel mit einem Hörbuch zu lesen. Das bedeutet, das habe ich jetzt in dem Fall leider nicht machen können, aber ich habe ein anderes Beispiel, wo ich das machen konnte, und das war beim altgriechischen Harry Potter. Ich habe mir das deutsche Hörbuch besorgt. Ich höre mir das an über mein Tablet. Ich habe dann einen Audiobook-Player, zum Beispiel VLC Media Player, geht das auch. Da kannst du die Sprechgeschwindigkeit niedriger stellen, ohne die Stimme zu verzerren. Dann stelle ich die Lesegeschwindigkeit des Hörbuchs auf 70% oder so, also dass er langsamer liest als normal, und lese einfach im fremdsprachigen Text mit. Das hier sind jetzt griechische Schriftzeichen. Die musst du natürlich vorher lesen lernen. Darüber mache ich mein eigenes Video, wie lerne ich fremdsprachige Schriften oder Zeichensysteme. Die Idee ist die, ich höre Deutsch, ich lese fremdsprachig. Und dadurch verstehst du auch deutlich mehr. Das Ziel von allen diesen möglichen Methoden, nur lesen, lesen mit Deutsch parallel, lesen mit deutschem Hörbuch parallel, ist vor allem auf Masse zu kommen. Lies so viel du kannst, ganz egal wie viel du verstehst. Und der zweite Punkt ist, wiederholen. Das heißt,
Das kann ich, da habe ich wieder ein schönes Beispiel. Das habe ich beim Lateinischen Harry Potter gemacht. Ich lerne schon ziemlich viele Jahre Latein. Ich habe immer gelernt zu übersetzen. Und da würde man sich doch wundern, wenn jemand, lass mich mal überlegen, 13 Jahre Latein gemacht hat, müsste der doch wohl in der Lage sein, ein Kinderbuch zu lesen. War ich nicht. Warum? Ja, wir üben das Übersetzen, aber nicht das Lesen. Das heißt, was wir üben, ist bei jedem Wort stehen zu bleiben und uns zu überlegen, was es heißt. Das bedeutet, dass wir nur mit unserem Bewusstsein lernen und nicht mit unserem Unterbewusstsein. Ich will es aber gerne intuitiv verstehen. Also, wie gehe ich vor? Ich nehme mir das Buch, ich lese es einmal durch, egal ob ich was verstehe, und dann fange ich wieder von vorne an. Und das ist eigentlich schon alles. Beim zweiten Lesen, ich wusste nicht woher, habe ich plötzlich fast alles verstanden. Und das Wichtigste ist, dass mir schon beim zweiten Lesen folgende Situation vorkam. Ich habe gelesen und gelesen und war völlig in die Geschichte versunken und habe dann gar nicht mehr gemerkt, dass ich überhaupt Latein lese. Das ist mir dann nach ein paar Minuten erst wieder klar geworden, dass ich hier gerade eine fremde Sprache lese, weil ich so sehr in den Inhalt gerutscht bin. Und das ist das Ziel. Du möchtest dahin kommen, den Inhalt zu lesen. Und das bedeutet explizit nicht, dass du jedes Wort verstehst. Im Gegenteil. Ich habe das Buch jetzt schon einige Passagen bestimmt 4, 5 Mal gelesen und kann immer noch nicht jedes Wort. Aber ich verstehe alles. Das ist ein kleiner Unterschied, ob du den Inhalt verstehst oder jedes Wort. Und es bedeutet auch, je wichtiger die Worte, desto besser verstehst du sie. Wenn es dir noch schwer fällt, dann nimm kleinere Einheiten. Also wenn du jetzt neu bist bei Latein oder Englisch, würde ich dir nicht empfehlen, gleich ein komplettes Buch zu lesen. Fang doch erstmal mit einem Kapitel an und lies es zweimal hintereinander und guck mal, ob du schon mehr verstehst. Aber halt dich möglichst von Wörterbüchern und Grammatiken fern. Die nehme ich möglichst selten. Und der Grund ist der, ich will nicht eine enge Verknüpfung zwischen Fremdsprache und Deutsch schaffen, sondern ich will, dass die Fremdsprache selber ein eigenes Netz bildet. Nur so kommst du zum echten Verstehen. Und das bedeutet intuitives Verstehen und das ist in der Regel unser Ziel. Nur dann kannst du lesen anstatt übersetzen. Nur dann kannst du fließend zuhören. Und vor allem kannst du auch nur dann sprechen. Eine Sprache sprechen kannst du erst, wenn du sie denken kannst. So, also mein erster Schritt ist, ich schnapp mir Bücher, die mich interessieren und lese so viel, so lange wiederholend, wie ich kann, bis ich sie einigermaßen verstehe. Dann gehe ich über zum Hörverstehen, wo das möglich ist und mein Ziel. Bei Latein und Griechisch zum Beispiel reicht mir das schon, mehr brauche ich nicht. Hörverstehen bedeutet, ich schnapp mir ein paar DVDs oder gehe auf einen bekannten Streaming-Dienstleister, die Website und die man übrigens auch nach Sprachen durchsuchen kann. Also wenn ihr bei einem Streaming-Anbieter Filme oder Serien streamt, so wie Amazon oder Netflix, gibt es häufig Möglichkeiten, auch fremdsprachige Versionen anzuhören. Das empfehle ich euch sehr, weil ihr dadurch sehr viel Material gewinnt. So, wenn ich jetzt ein bisschen Leseverstehen habe, wie lerne ich Hörverstehen? Das ist wieder simpel. Die Kriterien fürs Material sind dieselben. Ich suche mir Filme, die mich interessieren. Ich suche mir Filme, die ich schon gut kenne. Und ich suche vor allem Filme, in dem Fall ist es auch sehr wichtig, die überhaupt in der fremden Sprache verfügbar sind. Also als ich angefangen habe, mein Englisch tatsächlich benutzbar zu machen, habe ich mit den Jurassic Park-Filmen angefangen, weil die mir als Kind sehr gefallen haben. Und dann dachte ich mir, gut, fangen wir mal an, damit Englisch zu üben. Wie funktioniert das? Ziemlich simpel. Du schaust den Film gegebenenfalls nochmal auf Deutsch vorher, um dich nochmal ein bisschen in die Handlung reinzukriegen. Und dann stellst du ihn in die Fremdsprache, möglichst mit fremdsprachigen Untertiteln und schaust ihn einfach, gerne auch mehrmals. Und guckst einfach mal, wie viel du verstehst. Hier gilt genau dasselbe wie bei den Büchern. Einfach weitermachen, auch wenn du glaubst, dass du nichts verstehst. Und wiederholen. Also ruhig auch einen Film zweimal gucken. Warum betone ich das mit dem Wiederholen so sehr? Das Wiederholen ist tatsächlich das, was die Erfolgserlebnisse bringt. Und es ist auch das, was irgendwann anfängt, richtig Spaß zu machen. Denn beim Wiederholen kannst du jedes Mal darauf achten, wie viel mehr du verstehst. Und dadurch wird das Wiederholen auch interessant. Das gilt sowieso, wenn du irgendwas wiederholen möchtest, für die Schule oder weil, aus welchen Gründen auch immer. Wenn du irgendetwas wiederholen möchtest oder musst, such dir ein paar Sachen, auf die du achten willst. Und wenn du eine fremde Sprache lernst, achte mal darauf, wie viel mehr du verstehst. Und wenn es auch nur zwei Worte sind, die jetzt plötzlich Klick machen.
Das ist schon ein Erfolgserlebnis. Jedes Wort, das du jetzt verstehst, ist ein Kristallisationspunkt, mit dem du noch schneller lernen kannst. Und damit ist der Zeitpunkt, wo wir uns nochmal klar machen müssen, Lernen funktioniert exponentiell. Das heißt, je mehr du schon kannst, desto schneller lernst du dazu. Das bedeutet, es ist vollkommen normal, dass du am Anfang relativ lang brauchst, bis du Fortschritte machst. Aber je mehr du kannst, desto schneller machst du Fortschritte, bis du irgendwann mal an den Punkt gekommen bist, dass du gar nicht mehr merkst, wie schnell du lernst. Das heißt, worum es eigentlich geht, ist diese Anfangszeit zu überbrücken, in der es noch relativ langsam geht und relativ mühevoll ist. Das ist die Zeit, in der du relativ häufig dasselbe Material wiederholen solltest. Das ist die Zeit, in der du immer wieder auch den deutschen Text, das deutsche Hörbuch dazu nehmen solltest, damit du möglichst an den Punkt kommst, wo du anfängst, spürbar und schnell Fortschritte zu machen. Da willst du hin. Und das willst du auf eine möglichst einfache Weise, auf eine Weise, wo dir niemand sagen kann, dass du irgendwas falsch machst, auf eine Weise, bei der du nicht versagen kannst, auf eine Weise, die nicht sonderlich anstrengend ist. Ich meine, du musst dich nicht anstrengen, mehr zu verstehen. Du musst einfach nur weiterlesen. Das ist alles. Nicht nachschlagen, nicht groß nachdenken, einfach weitermachen. Bei den DVDs, wenn du dann irgendwann mal auch Wenn du das Gefühl hast, dass du mit Untertiteln fast alles verstehst, mach sie aus. Mach die Untertitel möglichst früh aus, damit du möglichst schnell aufs reine Hörverstehen kommst. Das heißt, die Strategie hierbei ist, wenn ich schon viel gelesen habe, kann ich die Untertitel benutzen, um das Hörverstehen zu üben. Alternativ kannst du dir übrigens auch das Buch, das du schon gelesen hast, in der fremden Sprache, nochmal als Hörbuch besorgen in der fremden Sprache, falls es das gibt. Das ist häufig schwierig, nach meiner Erfahrung. Und es damit üben. Wenn du jetzt vom Lesen und Hören aufs Sprechen und Schreiben kommen willst, da kann ich dir sagen, es gibt eine ganz simple Weise, wie du da hinkommst. Wie gesagt, wir gehen den bequemen Weg, den langsamen, aber gemütlichen Weg. Irgendwann kommst du an den Punkt, wo du lesen und hören kannst, ohne darüber nachzudenken. Und das ist schneller, als du denkst. Das ist nicht der Punkt, wo du alles verstehst, sondern das ist der Punkt, wo der Inhalt interessanter ist als die Sprache. Das bedeutet, dass du beiläufig lernst und das ist die beste Weise zu lernen. Mir ist es irgendwann mal passiert, ich hatte, wie gesagt, Schwierigkeiten, im Englischen zu sprechen. Und das hatte mich ziemlich geärgert, also habe ich im Studium angefangen, nebenher englische Bücher zu lesen, die mich sehr interessierten, auch wenn ich fast nichts verstand. Und Filme anzuschauen, die mir früher gefallen haben, bis ich irgendwann mal dazu übergegangen bin, auch neue Filme direkt im Englischen zu hören. Und wenn du dann mal so 2-3 Stunden ausschließlich Englisch gelesen und gehört hast, fängst du irgendwann an, Englisch zu denken. Mir ist das einmal passiert, ich hatte eine Serie, ich glaube es war MASH oder sowas, habe ich 2 Stunden oder so abends mal einen Fernsehabend gemacht und irgendwie, ich weiß nicht, 2 oder 2,5 Stunden lang MASH geguckt auf Englisch und danach habe ich den Abwasch gemacht und irgendwann realisiert nach 5 Minuten, dass ich gerade seit 1,5 Stunden auf Englisch denke, ohne das je geübt zu haben. Und da wollen wir hin. Wenn du anfängst, automatisch auf Englisch zu denken, und das passiert von selbst, sobald du diese beiden Schritte ordentlich gemacht hast, fängst du an, automatisch in der Fremdsprache zu denken. Wenn du an dem Punkt bist, dann kannst du auch sprechen. Das Einzige, was du dann noch üben musst, ist tatsächlich laut zu sagen. Das ist eigentlich schon alles. Ähnliches gilt fürs Schreiben. Das Schreiben ist ein Schritt, den ich selten erreiche. Aus dem einfachen Grund, weil ich es nicht brauche. Also im Englischen kann ich schreiben, im Niederländischen habe ich die ersten 3 Schritte, denke ich, gemeistert, einigermaßen. Zu meiner Zufriedenheit zumindest. Schreiben könnte ich wahrscheinlich auch schon. Ich müsste halt viele Worte nachschlagen, wie man sie schreibt. Aber der Punkt ist der, sobald das nötig wird, kriegst du auch die entsprechende Praxis. Kurze Zusammenfassung. Der eigentliche Trick besteht darin, dir das Material so auszusuchen, dass es möglichst leicht wird und dass es möglichst interessant und spannend wird. Worauf ich dich eigentlich bringen will, ist, schaff es, dass es dir Spaß macht. Schaff es, dass es dir leicht fällt. Schaff es, dass es kein Problem ist, das englische Buch zu nehmen, aufzuschlagen und zu lesen, ohne darüber nachzudenken, dass es jetzt Englisch ist.
einfach weitermachen. Und das ist eigentlich schon alles. Das ist der langsame und gemütliche Weg. Und das ist der Weg, den ich... Er ist nicht so spektakulär, das ist mir klar. Es ist nicht so, mit man auf eine Bühne gehen kann und angeben. Aber es ist ein Weg, der für mich vor allem deshalb funktioniert hat, weil er in konstanten Schritten passiert. Anstatt dass ich mich 2 Wochen in die Sprache stürze und in 2 Wochen will ich sie fließen können, habe ich mir Zeit gelassen, habe mir einfach das Material besorgt, immer mal wieder ein bisschen gelesen, immer mal wieder ein bisschen wiederholt und dann sammelt sich über die Monate und Jahre hinweg ein ganz schön ordentliches Wissen und eine ganz schön ordentliche Fähigkeit. Es hat eben nur den einen Nachteil, wenn du dich wirklich beeilen willst oder musst, ist das vielleicht nicht der richtige Weg. Aber ich empfehle dir trotzdem, ihn mal auszuprobieren.